Ab geht die Post in der Bayer Arena. 9. Spieltag Bayer 04 gegen Hertha BSC. Jetzt der lange Ball der Berliner. Achtung, Riesenchance, kein Abseits. Wir haben das genau auf das eingestellt, was wir dann bekommen haben. Hertha war auch in der letzten Saison in den Spielen, in denen wir beide verloren haben, genau so eingestellt und wirklich unangenehm zu bespielen. Und wir wussten, dass wir hinten hoch konzentriert sein müssen und vorne sehr viel Effizienz und vor allem auch Präzision im letzten Drittel an den Tag legen müssen, weil sonst wird es schwer. Bailey, Doppelpass mit Dragovic. Dragovic gibt den Ball wieder auf Bailey, der am 16er vielleicht selber schießt. Nee, er chippt den Ball Richtung Schick, der kommt zwar an den Ball mit dem Kopf, kann ihn aber nicht mehr drücken. Bayer 04, das muss man sagen, bleibt dran, arbeitet sich in die Partie rein. Kerem bei Distanzchance, wir haben die erste Torchance. Hurra, in der 33. Minute, 25 Meter oder vielleicht 22 Meter Torentfernung. Kerem Demirbay mit der linken Klebe und Alexander Schwolo muss da die Fäuste hochreißen und den Ball zur Ecke lenken. Na, also da wird einem doch direkt mal warm ums Herz bei 2 Grad. Florian Wirtz, 40 Meter vor dem Tor, hat er mal so ein bisschen Platz, sieht auf rechts Bailey, der hat 25 Meter Vorsicht und schießt. Und der Ball geht vorbei, aber auch deswegen, glaube ich, weil Schwolo noch mit den Fingerspitzen dran war. Ja, erstmal war es eine gute Mannschaft, gegen die wir gespielt haben. Die standen sehr gut hinten, haben uns nicht viel Räume gelassen und dann auf Konter gewartet. So, jetzt allerdings Fußball erstmal von links nach rechts in die Berliner haben Anstoß und schlagen das Leder bis vor den Strafraum von Bayer 04. Demirbay, wer macht's? Demirbay schießt, lupft die Kugel Richtung Berliner Tor, auch wieder ein sehr guter Freistoß. Komm Kerem, mach's nochmal. Demirbay mit dem Schlenzer ganz knapp drüber. Riesenchance für Bayer 04, nur ganz knapp. Der war noch knapper als der Freistoß davor, aber im Endresultat leider dann doch nicht ins Tor. Weiterhin 0:0 in der Bayer Arena. Demirbay mit dem Freistoß. Er hebt den rechten Arm. Flanke kommt rein in den Strafraum und fasst das Tor. Lars Bender war es dann mit der Riesenchance in der Nachspielzeit. Es wäre auch schlimm gewesen, wenn man gar keine Riesenchance gehabt hätte in dem Spiel. Aber also Standards müssen dann auch in solchen Spielen ab und zu Mittel zum Zweck sein. Das haben wir aber leider dann auch nicht bis zur letzten Konsequenz geschafft. Deswegen ist es nur unter Anführungszeichen ein Punkt, aber wir haben vorher ein schwieriges Spiel erwartet und das haben wir bekommen. Und jetzt ist, glaube ich, Feierabend. So ist es. 0:0 in der Bayer Arena. Bayer 04 gegen Hertha BSC. Nehmen wir mit den Punkt, Cedric, oder? Den Punkt nehmen wir mit. Es reicht immerhin für Platz 3 in der Tabelle und man bleibt weiterhin ungeschlagen. Ungeschlagen ist gut und im nächsten Spiel genau den Fokus hochhalten. Jetzt natürlich erstmal in der Europa League und danach in der Bundesliga und da wollen wir wieder 3 Punkte holen. Ich glaube, das Ergebnis geht dann in Ordnung. Wir haben natürlich vor das Spiel uns vorgenommen, das Spiel zu gewinnen, aber wenn man das Spiel gesehen hat, dann war nicht viel mehr drin. Wir haben es versucht, ich kann die Jungs da auch absolut keine Vorwürfe machen. Bis zum Ende haben wir gekämpft, um trotzdem noch das Spiel zu drehen. Das war auch nicht einfach, weil wir auf der Bank natürlich keinen Stürmer mehr haben, dass wir noch die einwechseln können. Und von daher, wie gesagt, wir haben es versucht, heute leider nicht gereicht. Absolut keine Vorwürfe für die Spieler. Und vielleicht kann man so, sogar sagen, dass wir in der Vergangenheit so ein Spiel verloren haben. Heute haben wir dann doch noch einen Punkt. Und wir werden sehen am Ende, wie wichtig das eine Punkt hier heute ist.